Hallo, meine lieben Freunde, zum nächsten Projekt, kann man ja schon sagen. Meine lieben Freunde, ihr habt es ja schon im Anfangstrailer gesehen, ich bin hier auf einer neuen Karte unterwegs und zusammen mit manch anderen werde ich hier die Staffel 7 starten. Es kam dazu schon mal ein Video, nur ist die Karte beim Import in diesen Server hier nicht mehr läufig gewesen. Deswegen sind unsere Spieldateien damals kaputt gegangen. Und wer jetzt mitverfolgen möchte, wie das Ganze hier weitergeht, ich kann ja mal ein bisschen hier rumlaufen. Ihr seht ja hier, ist ein kleines Dörfchen mit ein paar Häusern. Hier wurde nichts verändert. Das ist eine Karte. Hier ist Wasser. Wir sind hier in einem Savannenbiom und hier sind riesengroße Berge. Hier hinten auch. Hier sind Dorfbewohner. Mit dem habe ich jetzt noch nicht großartig gehandelt. Wasserläufer 2, oh, sehr schön. Also die haben schon schöne Verzauberung hier. Hier sind auch Arbeitslose unterwegs. Hier ist eine Bücherei, eine Bibliothek. Also ein bisschen gebildet sind sie hier schon. Ja, was gibt's denn noch hier? Den Schmied oder was bist du? Du bist auch ein Arbeitsloser, ich kann dich nicht anvisieren, genauso wie dich. So, dann gibt es hier eine Schmiede, in den Öfen ist nichts drin. Ihr seht, mein Inventar ist leer. Ein Eisenhelm, zwei Goldbarren, zwei Eisenbarren und drei Brot. Ja, also, ist schon ein guter Start. Das Einzige, was ich anhabe, ist meine Diamantenrüstung. Ich spiele mit dem Texture Pack der 1.12 vom Opaceron, aber wir spielen noch auf der Version 1.11. Wenn ich die Karte öffne, habe ich schon mal diese neue Insel aufgedeckt. Ja, ihr habt richtig gehört. Es ist eine Insel und zwar sieht sie so aus. Ein großer Teil mit Wüste. Hier ist sogar ein Wüstentempel. Hier unten sind wir, das ist mal Dorfzentrum hier genannt, im Mittelpunkt.
Dann ist hier so kleine Ausläufer. Hier habe ich eine Schlucht entdeckt. Hier ist dieses Savannengebirge. Und hier hinten sind auch noch ein paar Berge. Hier. Oh, meine lieben Freunde. Das ist die neue Karte. Und auf dieser Insel, ihr seht, ich habe hier noch nichts weiteres erforscht ringsrum. Hier seht ihr einen Totenkopf. Upsala. Da musste ich mal kurz niesen. Und das ist ein Unterwassertempel. Den habe ich noch gefunden. Ja, sonst kann man nur sagen, diese Folge kommt jetzt noch auf YouTube, wie ihr sie auch hier seht. Ne, das Lied möchte ich jetzt mal nicht haben. Das Lied war mir gerade zu schroff. Zack. Die nächsten Teile werden dann auf Twitch veröffentlicht. Der Link ist auch nochmal in der Videobeschreibung. Ihr könnt sie dann, wenn ihr nicht dabei wart, alle Folgen auf Twitch weiterverfolgen. Und zwar, wenn ihr auf meinem Twitch-Profil geht, was da heißt twitch.tv/cedricssstv. Und dann müsst ihr auf bereits übertragene Streams oder Videos gehen. Und dort bei Videos, da seht ihr alle Streams, die ich schon gestreamt habe. Und in diesen Streams unter der Rubrik Staffel 7 könnt ihr dann weiterverfolgen, wie es denn hier weitergeht. Und in der ersten Folge wollen wir hier ein bisschen was bauen. Deswegen geht's gleich mal los hier. Habe ich hier schon dreimal auf Holz geklopft? Weiß gerade gar nicht, Erfolge. Okay. Das habe ich in der Welt hier noch nicht gemacht, aber es läuft wahrscheinlich über den kompletten Server. Denn wir sind hier, wenn ich mal die Karte öffne, die Multiworld anschalte. Hier ist unsere Staffel 7 Map und wir sind auf der Südesmeraldischen Vereinigung. Das Karte. Wo noch Tischtisch dran gebaut wird. Na, guten Tag. Ich bin ja der neue Bürgermeister hier und es kommen noch weitere, die mir dabei unterstützen, euren Ort hier auszubauen. Ja, ja, da gibt es vielleicht auch einen Arbeitsplatz für dich, mein Junge. So. Tun wir mal uns ein bisschen Holz hier nehmen und bauen da mal ein bisschen Stein ab. So wie man eben anfängt. Weiß nicht, ob die Holzaxt hier Sinn macht, irgendwas zu machen, weil wenn ich jetzt mal kurz in den Chat schreibe, kommt in die, genau, hier, T, zack, bin jetzt quasi der Besitzer hier, ne, und wir sind auf der Welt Staffel 7. Und dahinter steht mein Name und dann der Text, das gibt's für mehrere Sachen. Das heißt, wenn hier mal ein bisschen rager Betrieb ist, gerade bin ich nur alleine. Mein Ping ist auch gerade nicht so gut, weiß nicht warum. Das Lied habe ich auch noch nicht gehört. Die Playlist ist ein bisschen aufgefrischt. Da hört man das eine oder andere, was man bisher noch nicht gehört hat. So, jetzt craften wir uns auch hier mal eine Werkbank. Hoppla. Stellen die hier hin. Machen ein paar Stöcke und ach so, erstmal hier eine Spitzhacke und alle rennen ins Haus. Das ist natürlich super schlecht für mich, weil ich habe hier noch kein Bett, deswegen müssen wir jetzt ganz schnell, warte mal, ganz schnell hier Stein abbauen.
Das ist natürlich nicht so gut, wenn hier ein anderer Stein ist. Das ist doch echter Stein hier. So, bauen wir ganz viel Stein ab. Das heißt ganz viel, erstmal nicht so viel, weil wir müssen ja hier uns erstmal gegen die Monster verteidigen. Am Anfang ist es wirklich ziemlich schwer hier erstmal was zu schaffen. Wenn man Inventar. Okay, Option. Das ist auf einfach. Ich wollte es eigentlich mal auf normal stellen, aber ich lasse es erstmal auf einfach. Das ist unsere Werkbank. Tun wir uns erstmal ein Steinschwert craften. Lassen wir dann auf Position 1 und mal gleich schon mal ein paar andere Werkzeuge. So, oder belassen es erstmal dabei. Gucken wir doch mal. Da ist noch ein Setzling. Oder mehrere Setzlinge sogar. Und jetzt geht's auf Monsterjagd, meine lieben Freunde. Zum Schutze unserer Dorfbewohner. Okay, ein bisschen ruckelt es schon. Das muss man ja dazu sagen. Und der andere hat ein Eisenschwert. Der macht ein bisschen mehr Schaden hier. Müssen wir ein bisschen eher schlagen, als wir können. So, gucken wir mal, ob hier alles okay ist. Hier unten sehe ich ein paar Monsterhorden. Da ist ein Skelett, mit dem möchte ich mich eigentlich mit dem Desing gerade nicht anlegen. Das sind alle ganz brav in ihre Häuschen gegangen, deswegen finde ich diesen Ort ziemlich sicher. Zurzeit immer noch ein bisschen unsicherer, aber das schaffen wir schon mit der Zeit. So, ein paar Möhrchen. So. Ich sehe hier gerade niemanden weiter. Ich baue das jetzt mal ab hier. Und gehe mal in ein Häuschen. Wie dem hier zum Beispiel. Guten Tag. Ein ziemlich kleines Häuschen, wo ziemlich alle Dorfbewohner hier drin sind. Das Haus des Werkzeugschmiedes, oder? Keine Ahnung. Gut möglich. Ich stelle hier mal eine Werkbank auf, wenn das genehm ist. Ja, ja, okay, okay. Hier kann ich sicherer craften. So, Schaufel und Axt. Zack. Achso, müssen natürlich auch zwei davon rein. Da ist ein Zombie. Der Dorfbewohner, ja, flüchte schnell ins andere Haus. Das machst du richtig. Das ist natürlich jetzt sehr ärgerlich hier, dass der Creeper gerade vorbeigekommen ist. Mal schnell das Haus reparieren. Haben wir hier das bekommen, ja, zack und zack. Und Holz haben wir auch zwei was dabei. So. Und hier muss man noch ein bisschen Erde aufschütten. Quasi so. Ich gehe mal wieder hier rein. Hier ist großer Tumult. Aus drei Steinen kann man wenig anfangen. Ja, hallo. Ihr kennt mich alle gar nicht. Ihr nehmt ein bisschen Abstand von mir.
Habe ich da gerade irgendwas Violettes gesehen? Ist ja ein Enderman, der sich gerade teleportiert hat? Oder was war das? Alle rennen sie hier da quer herum. Ich mache mir mal hier eine Truhe. So, und die Truhe stelle ich mal dahin. Da tue ich mal die Holzspitzhacke rein, die Setzlinge. Das behalte ich mal. Das Essen. Wie lange ist denn noch Tag? Nacht meinte ich. Anscheinend noch ein bisschen. Da ist ein Zombie im Pyjama. So, den haben wir auch schon mal. Da ist ein Skelett, dem möchte ich mich eigentlich jetzt nicht nähern. Mit der Ausrüstung, die ich habe. Ist sonst alles in Ordnung? Wo steht der Mond? Er geht gleich unter. Holen wir mal das Fernglas raus. Da hinten ist ein Zombie. Da ist noch das Skelett. Nee, das ist ein Busch. Da hinten ist Creeper und eine Spinne. Mal gucken, dass unsere Dorfbewohner hier nicht attackiert werden. Ich nehme mal den Hintereingang. Guten Tag. Ein Kartograf möchte mir Papier gegen einen Smaragden eintauschen lassen. Auf das Angebot komme ich später mal zurück. Genau. Möchte noch jemand mit mir sprechen? Willst Arbeitsplatz haben? Ja, du kriegst bald einen Arbeitsplatz. Das ist ein Geistlicher. Okay. Ein Waffenschmied, der wohnt hier wahrscheinlich eine Eisenaxt. Okay. Oh, noch mehr Arbeitslose. Was bist du? Ein Gerber? Und du dorthin? Also, sind alles Arbeitslose. Viele Arbeitslose hier. So, lalalala. Gleich wird Tag. Da geht schon die Sonne auf. Gleich. Oh, zwei. Schnell weg hier. Uiuiui. Wie sehe ich aus? Noch gut. Noch gut. Da sehen wir den Sonnenaufgang. Und wie der Mond untergeht hier hinten. Ja, der Mond ist definitiv jetzt untergegangen. Ich glaube, jetzt können wir getrostlos ausgehen. Ihr werdet doch eh bald verbrennen, Schergen der Nacht. So, wir wollen etwas Kohle haben. Und graben uns deswegen hier mal noch ein bisschen weiter rein. Noch ein paar Steine sammeln. Diesen Andesit. Zack. Lalilu. Ich weiß ganz genau, wo Kohle ist. In dieser Schlucht dort hinten. Da brauche ich nicht jetzt graben wie im Weltmeister. Holz haben wir noch. Wir gehen mal zu der Schlucht dort hinten. Ich nehme mir noch ein bisschen Proviant mit. Noch ein paar Karotten.
So. Und dann zeige ich euch mal die wunderschöne Schlucht hier. Lalala. Wenn ihr jetzt denkt, hier die Rüstung, die ich anhabe, ist verzaubert. Nope. Die ist nicht verzaubert. Die ist noch aus alten Zeiten. Aus alten Zeiten. Ich kann nicht sogar sagen, was das für Zeiten waren. Auf der südesmeraldischen Karte ist ja die Staffel 5 am Laufen gewesen. So, wo war jetzt hier die Schlucht? Könnt ihr auch mal ein bisschen die Landschaft so bestaunen. Schaut nämlich wunderhübsch aus. Hier ist Lava. Mr. Lava Lava. So. Hinten lang. Nicht runterfallen. Oh, hier ist Lehm. Sehr schön. Merken wir uns mal. Zack, zack. Schöne Abenteurermusik hier gerade. Hier ist noch. Hat's noch nicht gecheckt hier. Lass mal aber mal so ausschauen, dass es ein bisschen realistischer ausschaut. Und jetzt oder wie? Immer noch nicht. Naja. Schwimmen ist anstrengend, sehe ich gerade. Hier sind auch kleine Höhlen. Vielleicht ist hier ein bisschen Kohle. Weil Kohle ist am Anfang ein sehr wichtiger Rohstoff, wenn man es mal so sieht. Da ist Kohle, guckt mal. Haben wir schon mal drei Stück davon. Ich gehe die Höhle nicht weiter. Aber hier ist auch viel Kohle, das ist super. Ist aber auch eine dunkle Höhle. Muss man dazu sagen. So. Mal ganz kurz nachgucken. Alles okay. Oh. Stein haben wir auf jeden Fall mit. Stein meinte ich, Holz meine ich natürlich. Aber wir brauchen ja gar keine Werkbank craften, wenn wir Fackeln herstellen wollen. Wollte nämlich erstmal ein bisschen Eisen suchen. Ist dann eine schöne große Kohlequelle. Jetzt muss man noch ein bisschen laufen. Und später müssen wir dann mal richtig lang laufen. Ne? Irgendwann ist auf dieser Insel keine Kohle mehr. Wir müssen weiter expandieren. Bis in neue Gefilde. Schönes Movie-Musik gerade hier. Upsala. So, zack, tue ich mal den Slot legen. Und Fackel-Rechtstaktik. Das Wasser, das mache ich mal weg hier. Das stört am Anfang ein bisschen. Unten sind Skelette und ein Creeper. Genau. Das wollte ich machen. Ist es mein voller Ernst. Das wollte ich wirklich machen, weil das Skelett ist, nicht zu stark für mich, aber es hat mich gerade gestört. Okay, hier geht's nicht weiter. Hier geht's nicht weiter. Komm. Gucken wir mal woanders hin. Guck mal, hier oben geht's noch weiter. Zack, zack. Bauen wir mal ab. Das gute Stück Kohle. Auf vielen Maps musste ich erst Holzkohle machen, weil ich keine passende Höhle dazu gefunden habe. Aber es ist schon Ewigkeiten her.
Lalala. So. Ihr könnt mir ein paar Tipps und Tricks reinschreiben, was man denn am Anfang machen kann. Bin auf eure Vorschläge wirklich sehr gespannt. Und bevor ich hier weiter Kohle suche, versuche ich mal. Da kommt die Spitzhacke, machen wir jetzt noch kaputt. Auch wenn es nur Stein ist, das wir abbauen. Zack, jetzt ist sie kaputt. Suchen wir uns mal ein Schaf oder mehrere Schafe, die wir scheren können. Hier sind Hühner. Die ziehen wir uns dann irgendwann mal. Seht ihr ein Schaf? Ich nicht. Das sind Wüstentafelberge, die finde ich irgendwie übelst cool. Die Insel hat ja eh schon ein bisschen so australisches Flair. Da drüben sind auch noch Schweine, aber sie wird eben nur von Schweinen und Hühnern besiedelt. Kühe habe ich bisher auch noch nicht gefunden. In der Wüste brauchen wir da auch nicht suchen. Vielleicht gibt es ja irgendwo ganz viele nützliche. Das ist auch Schwein. Guck mal, überall Schweine auf dieser Insel. Heilige Schweine. Aber ich möchte mich nicht nur von Hühnerfleisch ernähren. Und Hasen. Einen Hund habe ich auch schon gesehen. Oben auf dem Berg. Da sind wir wieder am Dorf. Sind wir einmal im Kreis gelaufen. Was ist hier? Ist auch eine Höhle. Auch eine Höhle. Eine etwas größere, so wie es ausschaut. Wo steht die Sonne? Ja, am Abend. Guck mal, wie spät ist es? Genau. Schon 16 Uhr. Viertel fünf. Hier sind keine Schafe. Die gibt's doch nicht. Da sind Schafe. Da sind Schafe. Wir haben doch zwei Eisen in der Schmiede. Und das Dorf ist ja gleich hier. Ich hol jetzt mal eine Schere. Also ich mach daraus jetzt mal eine Schere. Dann machen wir uns mal ganz schnell ein Bettchen. Noch sind die Bettchen rot. Das ändert sich aber bald. Will man auf die 1,12 wechseln. Zack, zack, zack. So, meine lieben Freunde. Ich muss euch mal die zwei Eisen hier rausnehmen. Und es zu einer Schere machen. Hätte ich fast das Geld mitgenommen. Und das erste Eisenwerkzeug ist eine Schere. Sehr schön. So, ich esse mal noch eine Karotte. Ist noch mal eine Karotte und dann geht's ab zu den Schafen. Hoffentlich kommt jetzt drei Wolle raus, es sei denn, hier ist noch ein Schaf. Der Gegend. Drei Wolle, in der Tat. Ist ein einsames Schaf hier? Ist ein einsames Schaf. Du bleibst hier drin. Dich brauche ich noch. So, jetzt schnell zurück und Bettchen bauen. Gibt's nicht. Nur Schweine hier. Und ein paar Hühner, ein paar Hasen. Hey Willi, mach dich rein. Es ist Nacht. So.
Ich schmeiß die Tür vor mir zu. Gibt's da nicht. Hier, da. Da. Na komm. Hey. So. So. Und so, meine lieben Freunde. Da schlafe ich mal. Und ein neuer Morgen. So, das Bett lasse ich jetzt hier stehen. Hinten ist ein kleiner Garten. Auch sehr schön. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen weiter erforschen. Und ihr könnt die Staffel weiterverfolgen, meine lieben Freunde, auf Twitch. Und noch ein kleines Thumbnail. Zack. Zack. Mit dieser wunderbaren bunten Spinne. Meine lieben Freunde, gehabt euch wohl. Und ich passe weiter aufs Schaf auf hier hinten, dass das mir nicht despawnt. Jo, du bleibst hier. Das war jetzt natürlich sehr schlau, hier was hinzusetzen, was ich nicht abbauen kann. Mit dem Faden bauen wir es ab und raus kommt Luft. Plöpp, weg ist er. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge auf Twitch oder ihr seid live dabei. Ich streame hauptsächlich am Wochenende, vormittags oder auch abends, meistens vormittags. Von dieser Stelle verabschiede ich mich jetzt hier und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao.